Hallöchen und ein herzliches Willkommen zu einem ganz neuen Let's Do It. Endlich ist es soweit, das komplette Design für meinen YouTube-Kanal ist überarbeitet und fertig und ich werde es euch heute nach und nach präsentieren. Das heißt für euch also, ab sofort werdet ihr dieses schreckliche alte Intro nicht mehr sehen müssen, beziehungsweise, es sei denn, ihr guckt ihr die alten Videos, aber auf den neuen Videos wird es ab sofort nicht mehr zu sehen sein, denn es wird ein ganz neues sein und das zeige ich euch jetzt. Das ist ab sofort mein neues Intro. Ich bin total begeistert, mir gefällt es wirklich richtig gut. Ich hoffe euch auch. Ich habe aber im Laufe des Videos noch viele weitere Änderungen, wie Bauchbinden zum Beispiel. Es gibt neue Banner, es gibt ein neues Icon oder ein neues Logo. Das ist ein wenig nur überarbeitet. Also das Logo an sich bleibt so, aber eben so ein bisschen, guckt es euch einfach an. Es ist ja hier unten als Wasserzeichen, da kann man es aber bestimmt nicht so gut sehen. Ich verlinke euch hier mal meine Homepage. Da ist das neue Logo jetzt auch schon drauf. Es ist, wie gesagt, es ist das gleiche geblieben. Es haben sich einfach nur die Farben so leicht geändert. Guckt es euch an. Die Homepage ist unten verlinkt und ich blende es euch auch ein. Nicht nur das Design spielt heute eine große Rolle von meinem Kanal, sondern auch die Firma Lamello. Denn die Firma Lamello hat mir diese Maschine zur Verfügung gestellt für Zeitraum X. Ich weiß es noch nicht, wie lange. Ich hoffe, sehr lange. Ich habe sie bis jetzt noch nicht benutzt, wie ihr sehen könnt, aber das werden wir bald, denn ich werde euch ein Video machen, wo ich diese Maschine vorstelle. Ich selbst habe auch eine Einweisung bekommen und vorher hatten sie mir die Maschine nicht zur Verfügung gestellt. Das heißt, ohne Einweisung hätten sie mir die Maschine nicht gegeben. Und ich finde es auch ganz gut so, weil man muss echt ein bisschen was beachten. Erst recht, wenn man die Maschine umbauen möchte, um die ganz normalen, herkömmlichen Holzdübel wieder zu benutzen und nicht dieses P-System. Wie gesagt, ich komme da alles ganz genau in dem Video drauf. Das wird irgendwann die nächsten Wochen jetzt rauskommen. Aber wenn man jetzt, wie gesagt, das umbauen möchte, auf diese Holzdübel muss man eben ein bisschen was beachten. Und da möchte ich mich ganz herzlich bei der Firma Gudo bedanken, denn die haben mir diesen Fräser zur Verfügung gestellt, um die hier wieder zu fräsen oder um die Holzdübel zu fräsen. Und ja, ich bin gespannt, wie das klappt und wie das funktioniert und. Ihr könnt das natürlich auch sein. Ihr werdet auf alle Fälle nicht live, aber immer dabei sein. So. Gut, dann haben wir natürlich noch ein Thema, und zwar geht es da um die Absaugung. Da drehe ich euch mal kurz. Wie ihr sehen könnt, die Verrohrung der ganzen Absaugung nimmt langsam Form an. Die Blastgates sind soweit schon alle vorbereitet, bis auf eins, da fehlt noch ein Magnetventil, das muss ich noch besorgen. Ich habe hier oben die ganze Druckluft soweit schon fertig, das läuft und funktioniert auch alles schon. Aber ich kann es eben leider noch nicht steuern, aufgrund dessen, dass mir da noch was fehlt. Nun ist es ja auch so, dass hier nicht nur jetzt die Formatkreissäge dranhängen soll, sondern eben auch zum Beispiel die Bandsäge. Nun ist es aber so, dass meine Bandsäge ja immer mobil ist, das heißt, ich schiebe die ja immer kreuz und quer hier durch die Gegend. Und dazu werde ich jetzt eine Steckdose machen. Die habe ich mal auf die Amazon-Wunschliste gesetzt. Ich habe noch ein paar andere Sachen auf die Amazon-Wunschliste gesetzt. Ich habe nämlich was vor. Und zwar, ich habe den Kevin, der sagt euch vielleicht was. Das ist der, der die Einschaltautomatik von dem Truppi gemacht hat. Und wir beide haben uns jetzt zusammengesetzt und haben eine Steuerung für Blastgate kreiert. Für Blastgates kreiert. Inklusive auch gleich zum Einschalten der Absaugung. Also die kann sozusagen auch die Absaugung einschalten, aber die kann auch eben die Blastgates steuern. Ich blende euch da mal hier so einen kleinen Clip ein. Was ihr jetzt gerade seht, ist Version 1. Die hat mir der Kevin jetzt erstmal zugeschickt. Die werde ich jetzt erstmal auf Herz und Nieren testen. Und wenn soweit alles in Ordnung ist, dann werden wir noch eine Version 2
testen, aufgrund dessen, dass uns einfach im Nachhinein noch viele Sachen eingefallen sind, die wir da noch mit ergänzen wollen. Und die werden wir dann auch noch mal testen. Wir stehen leider nur vor einem kleinen Problem, denn ich habe alles nur Druckluft-Blastgates. Ich habe keine elektrischen oder sonst irgendwas mit Servos oder wie auch immer. Ich habe alles nur Druckluft. Auch die kleinen sind alles nur Druckluft. Die kann ich euch hier oben mal verlinken. Das heißt, wir wollen aber auch noch einen kleinen Test machen, was oder ob wir es irgendwie mit Servos hinbekommen. Ich weiß, von euch möchten wahrscheinlich die meisten das mit Servos machen, weil A, vielleicht keine Druckluft in der Werkstatt oder B, Druckluft auch relativ teuer. Ich bin da immer so ein bisschen hin und her gerissen, weil ich sehe Druckluft einfach als sicherere Sache, als das alles über Elektrik zu machen, weil so ein Servo kann aufrauchen oder wie auch immer. Bei den ganzen Druckluftsachen passiert das nicht. Ja, da schaltet das Magnet einfach nur. Und das Einzige, was passiert, wenn es nicht richtig schließt, dass die Druckluft entweicht. Das ist alles. Ja, aber da geht nichts kaputt, da raucht nichts auf. Man kann natürlich auch, der Kevin hat mir gesagt, man kann da natürlich Sicherheitssperren einbauen und Endschalter und Anfangsschalter und so weiter und so fort bei den ganzen Servo-Geschichten. Aber somit wird es dann auch schon wieder relativ teuer. Ja? Ich habe eine kleine Umfrage für euch. Stimmt mal bitte oben rechts in der Ecke ab. Was würde euch mehr interessieren? Druckluft oder Servos? Ich möchte einfach nur wissen, wie viel von euch oder wie viel Prozent von euch eher Druckluft wollen oder eben die Servos wollen, damit wir uns da so ein bisschen ja, Gedanken machen können. Ich würde mich freuen, wenn ihr abstimmen würdet und es würde uns eben viel helfen. Wenn es positive Nachrichten gibt, dann muss es leider auch negative Nachrichten geben und so ist es leider auch. Ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt, die Firma G-Max, Sägeblattkönig und noch weitere Shops haben Meier Maschinenhandel verklagt aufgrund dessen, dass die ein Video auf ihrem YouTube-Kanal gemacht haben, wo sie Sägeblätter oder verschiedene Sägeblätter getestet haben. Ja, und guckt euch das Video an. Ich habe das unten verlinkt. Ja, das Video, wo sie diesen Test machen, den gibt es nicht mehr. Den mussten sie löschen. Aber die haben eben sich dazu geäußert, dass sie eben verklagt wurden. Also ich finde diese ganze Aktion erstmal ganz und gar nicht gut und ich bin fest davon überzeugt, dass die ganze Geschichte auch nach hinten losgeht, ja? Dass sie sich sozusagen ins eigene Fleisch geschnitten haben. Warum erzähle ich das jetzt? Das hat folgenden Hintergrund. Ich habe nämlich 2 Kommentare bei Instagram bekommen und 1 per Kontaktformular und 1 bei YouTube öffentlich. Das Video verlinke ich euch mal. Wenn der Kommentar noch online ist, dann könnt ihr das dort sehen. Das war der einzige Kommentar, wo ich sage, okay, deine Meinung ist in Ordnung. Ich habe mittlerweile auch den Link rausgenommen. Er hat einfach nur gesagt, dass er das nicht gut findet, dass er den Link da gefunden hat, dass ich sozusagen Werbung gemacht habe und dass ja, er mir das Abo gekündigt hat. Ist jedem selbst überlassen, ja. Aber ich kann auch nichts dafür, dass sie diese Aktion da machen. Ich finde die, wie gesagt, auch nicht gut oder eher schon Punkt. Ja. Aber ja, so ist es nämlich da. Aber diese 3 anderen Kommentare, die gingen einfach zu weit unter der Gürtellinie. Dass ich euch bescheiße, dass ich euch anlüge, dass ich das einfach nur will, dass ihr das da kauft oder was auch immer. Ganz ehrlich, so ist es nicht. So ist es wirklich überhaupt nicht. Ich habe vorher Sägeblätter gehabt beim Bauhaus für 5 Euro, wo die Zähne schon zu klein waren zum Nachschärfen. Das heißt, ja, das neue Sägeblatt, egal von welchem Hersteller, selbst aus China oder keine Ahnung woher, wird besser sein als diese völlig runtergefressenen Zähne beziehungsweise die runtergeschnittenen Sägeblätter. Und so ist es eben auch. Ich habe so viel gar nicht geschnitten, dass ich eben so einen Langzeittest machen kann. Ja? Jetzt kommt noch dazu, ich habe ja vorhin erwähnt, dass die Firma Gudo mir diesen Fräser zugeschickt hat. Ich muss mal kurz was holen.
Das sind jetzt hier die beiden Sägeblätter von der Firma Gudo, die haben sie mir jetzt zugeschickt. Das eine ist hier so ein bisschen für Plastik, speziell für Teflon. Das hat folgenden Hintergrund. Ich verlinke euch hier oben mal ein Video. Da habe ich Fritz und Franz gebaut und ich möchte diese T-Nut, also diesen Streifen, den ich da aus Buche gemacht habe, mal aus Teflon machen und mal gucken, ob das vielleicht besser ist. Wir lassen uns mal überraschen, ja. Dann habe ich noch ein ganz normales Sägeblatt, so für Multiplex, Platten und. Ja, ich bin echt gespannt und ich verlinke euch die beiden auch. Und ja, was soll ich jetzt noch großartig zu der ganzen anderen Geschichte da sagen? Eigentlich möchte ich da jetzt so gar nichts mehr sagen. Ich finde die ganze Aktion, habe ich jetzt schon, glaube ich, mehrmals gesagt, unter aller Sau. Und wie gesagt, ich bin davon fest überzeugt, dass die ganze Geschichte nach hinten losgeht. Was wollen wir jetzt hier an der GTS 10? Nein, der Unterschrank ist leider noch nicht fertig, aber ich habe vor ein paar Tagen ein Foto gepostet bei Instagram. Wer mir da folgen möchte, unten blende ich euch mal meinen Instagram-Account ein. Ich würde mich freuen, da ist wie gesagt auch das Foto oder ein halbfertiges Foto, kann man sagen, von dem Unterschrank. Aber es geht um was ganz anderes und zwar, ich habe, ich glaube, 2-3 Mal schon gesagt, dass dieser Schiebeschlitten extrem schwergängig geht und dass ich ihn deswegen ungerne benutze. Die Leisten hier unten für die T-Nut, die waren ja aus Eiche, habe ich die damals gemacht. Ich verlinke euch das Projekt hier oben mal von dem Schiebeschlitten. Und ich war immer der Meinung, vielleicht sollte ich lieber Buche nehmen. Ich habe es bis dato noch nicht geändert, aber ein Zuschauer hat mir geschrieben, ich schicke dir mal das hier zu und dann kannst du mal gucken, ob das dann besser ist. Also hat er mir diesen Becher hier zugeschickt. Vielen Dank an dich, Thomas. Und was soll ich jetzt sagen? Das lässt sich ganz leicht schieben. Ich bin total begeistert. Also was dieses komische Zeug ausmacht, unfassbar. Und das war wirklich, ganz ehrlich, es war teilweise, so habe ich es durchgeschoben. Also, so das Ruckel. Ja. Es geht jetzt gar nicht mehr. Jetzt kannst du das hier ohne Probleme noch hin und her schieben. Mega cool. Was soll ich großartig sagen? Ich kann euch das Zeug hier empfehlen. Ich verlinke euch das unten mal. Ich werde es auch auf meiner Homepage unter mein Werkzeug mit reinpacken. Für die Leute, die vielleicht dieses Video hier nicht sehen, aber eben auf meiner Homepage mal sind. Gut, dann habe ich noch ein Thema für euch und dazu müssen wir in eine andere Ecke. Zum Schluss werden wir uns jetzt nochmal an dieser Position hier sehen, einfach weil ich mich hier am wohlsten fühle. Und ich möchte noch kurz was erwähnen bezüglich dieser Funkstrecke. Ich habe mir jetzt eine neue gekauft, weil meine alte hat nur noch Störgeräusche verursacht. Es wurde immer mehr, auch bei dem letzten Video, bei der Alarmanlage zum Beispiel, waren auch Störgeräusche gleich am Anfang oder zwischendrin nochmal so ganz kleine. Aber es wurde immer mehr. Auch bei der GTS 10 zum Beispiel, bei dem Unterschrank, da waren auch so viele Störgeräusche, das habe ich jetzt alles rausgeschnitten. Teilweise werde ich jetzt mit der neuen dann nochmal einfach das irgendwie kurz nachstellen oder nachsprechen, mal gucken, wie ich das mache. Aber es wurde, wie gesagt, immer mehr und deswegen ist die alte jetzt weg und habe mir jetzt, wie gesagt, die hier gekauft. Ich verlinke euch die unten. Ich werde euch auch die alte verlinken, die war an sich gut. Vielleicht gibt es jetzt hier irgendwelche Störgeräusche oder irgendwas verursacht das. Ich weiß es nicht. Vielleicht gibt sie auch einfach nur den Geist auf und explodiert mal. Ja, ich habe sie damals gebraucht gekauft, wenn ich mich nicht ganz täusche. Oder war das die, die ich gebraucht oder habe ich die neu gekauft? Boah, weiß ich nicht mehr. Müsste ich, glaube ich, jetzt vielleicht ein paar alte Videos angucken, dann wüsste ich es vielleicht wieder. weiß ich nicht mehr, ob die jetzt gebraucht oder neu gekauft habe. Keine Ahnung. Jedenfalls bin ich jetzt mit der hier bis jetzt sehr zufrieden. Ich hatte hier schon so einen ganz kleinen kurzen Test gemacht, um zu sehen, welche Lautstärke ich einstellen muss. Und der war schon mal sehr positiv. Das heißt, ich lasse mich jetzt überraschen, wie das jetzt wirklich nach dem ganzen, ja, nach dem ganzen News sozusagen ist beim Schneiden nachher. Und ja, ihr könnt euch letztendlich auch überraschen lassen, ob der Ton in Ordnung ist. Wobei ihr habt das ja, ihr wisst es ja jetzt schon. Naja. Ihr wisst, was ich meine. Ich möchte mich auf alle Fälle ganz herzlich bei euch allen bedanken. Ich freue mich über einen Daumen hoch.
Ich hoffe, ihr habt auch alle fleißig an der Umfrage dran teilgenommen, weil das einfach für Kevin, auch für mich eben relativ wichtig ist, da noch so ein Feedback zu bekommen. Ich habe auch meine Wunschliste oder meine Amazon-Wunschliste, wie gesagt, die habe ich euch unten auch verlinkt. Ich würde mich freuen, ob oder wenn da der ein oder andere mir was zuschicken würde, umso schneller können wir das Ganze, ja, die ganze Automatisierung von den Blastgates auch umsetzen. Und ja, ich denke mal, es ist jetzt alles gesagt. Ich freue mich auf eure Kommentare. Wir sehen uns beim nächsten Projekt. Bis dahin. Ciao.